Hallo und willkommen zu dem zweiten Teil in der Mechanikserie zu den Verbundwerkstoffträgern. Ich hatte beim ersten Video, dem Video 100, hergeleitet, wie die ideale Steifigkeit gebildet wird und der Steifigkeitsschwerpunkt. Und daraus haben wir dann an einem einfachen Beispiel abgeleitet, wie sich die Spannung innerhalb dieses Verbundquerschnittes berechnen lassen. Hier habe ich jetzt mal das besagte Excel-Tool. Vielleicht ganz kurz zu dem Aufbau. Wie gesagt, das Ganze ist mehr für die Berechnung von einem Sportbogen gedacht. Insofern steht ja auch überall Wurfarm. Und hier wird eine fiktive Breite vorgegeben und eine Länge und eine Durchbiegung. Eigentlich zielt das Ganze darauf ab, dass man hier unten gelb hinterlegt eine Kraft berechnen kann, die man etwa braucht, um den Bogen zu spannen. Das brauche ich für Vergleichsrechnungen, wenn ich unterschiedliche Bogendesigns habe oder wenn ich ein Bogendesign zu einer stärkeren oder einer schwächeren Zugkraft hin korrigieren möchte. Was wir hier sehen in der Tabelle, links einmal ein paar Materialwerte, verschiedene E-Moduli, die meistens aus eigenen Messungen stammen, einer Zugprüfmaschine. Und hier geht es dann los. Das sind die unterschiedlichen Schichten, durchnummeriert von momentan 1 bis 5. Das kann man noch erweitern, wenn man möchte. Und Schicht 1 ist auf der Druckseite und Schicht 5 geht dann hoch zur Zugseite. Dann das, was wir ja brauchten, wir erinnern uns, wir hatten die Querschnittsfläche, diese Delta AIs, das sind hier die Querschnittsflächen. Dann die Schwerpunkte werden automatisch ermittelt aus der Dicke von den Schichten. Wir hatten gestern das Beispiel, zweimal einen Stapel von 5 mm übereinander, 20 mm breit. Dann sehen wir, der erste Schwerpunkt liegt bei 2,5, der zweite Schwerpunkt liegt bei 7,5. Also das ist genau das Beispiel, was wir im vorherigen Video berechnet haben. Dann hier das Produkt aus E-Modul multipliziert mit der Fläche, dann E-Modul multipliziert mit der Fläche und dem Schwerpunkt. Dann geht es weiter zu den Flächenmomenten. Einmal das Eigenflächenmoment, W mal H hoch 3 Zwölftel. Dann das LI, also der Abstand der Teilfläche zum Gesamtschwerpunkt oder zur neutralen Faser. Dann die Steiner-Anteile. Und hier dann die sogenannte ideale Steifigkeit, E-Modul multipliziert mit dem Gesamtflächenmoment zweiter Ordnung. Und hier hinten noch für Vergleichsrechnungen, da geht es ein bisschen um Gewichtsreduktion bei den Wurfarmen von einem Bogen. Und ausgegeben werden verschiedene Werte. Einmal hier das, was wir als den Steifigkeitsschwerpunkt kennengelernt hatten oder elastisches Zentrum. Der Wert kommt uns noch bekannt vor, 2,95. Dann diese ideale Steifigkeit. Das ist die große Formel gewesen mit Fläche und Flächenmoment zweiter Ordnung und dem Y-Wert und dem E-Modul im Zähler. Geteilt durch E-Modul mal Teilfläche, Summe im Nenner. Das gibt hier die ideale Steifigkeit. Und hier drunter sehen wir jetzt in der Grafik die bekannte Spannungsverteilung. Wir haben eine Druckspannung hier auf der Unterseite. Dann diese blaue Linie gibt die neutrale Faser an, auf der Höhe von 2,95 von unten gemessen. Dann habe ich eine langsam steigende Zugspannung und an dieser Stelle, das ist in der 5 mm Höhe, also der Hälfte, habe ich diesen Rücksprung gehabt. Wir sehen es von den 448 dann auf die 8 oder 44,8 Zurücksprung und dann wieder einen langsamen Anstieg, diesmal mit einer anderen Steigung, weil in den oberen 5 mm hier ein deutlich geringerer E-Modul ist. Also das ist erstmal nachgerechnet, was wir vorher händisch gemacht haben. Ich möchte jetzt mal ein anderes Beispiel zeigen, ein typischer Wurfarmaufbau. Wir starten mit 1 mm Glasfaser, dann gehen wir mal gleich hin und nehmen das richtige Material. Dann haben wir ein Furnier von 0,8 mm. Das ist zum Beispiel ein Eschenfurnier.
Dann kommt ein Bambuskern, vielleicht 4 mm stark. Dann kommt nochmal ein Zierfurnier mit 0,8 mm. Dann nehmen wir jetzt vielleicht mal einen Nussbaum. Und unten wieder 1 mm Glasfaser. So, und da sieht man jetzt schön, rechnet sofort aus, das elastische Zentrum ist ziemlich in der Mitte. Der Gesamtwurfarm ist 7,6 mm dick, davon die Hälfte wären 3,8. Und wir sehen, die neutrale Faser ist fast genau 3,8. Die leichte Verschiebung liegt daran, dass die Esche einen etwas geringeren E-Modul hat als der Nussbaum. So, und hier sehen wir dann jetzt die Spannungsverteilung Glasfaser auf der Druckseite, dann den Rücksprung zu dem Furnier, dann wieder ein leichter Sprung aufgrund des höheren E-Moduls von Bambus mit 12.000, leicht in die positive Zugspannung, wieder ein Rücksprung aufgrund des kleineren E-Moduls von dem Holz und dann ein Vorsprung auf die Glasfaser. Und hier sind dann die Spannungen gelistet unter Biegespannung. Wir gehen von etwa minus 343 auf plus 338. Also das Ganze ziemlich symmetrisch gehalten. Und das, was jetzt für die Bogenauslegung relevant wäre, das wäre hier die erforderliche Kraft bei einer Durchbiegung. Wenn ich einen Referenzbogen habe und sage, für diese gleiche Breite und fiktive Länge und Durchbiegung hätte ich eine Kraft von 100 und ich möchte den Bogen jetzt 25% stärker machen, dann würde ich hier so lange die Dicken variieren, zum Beispiel hier dann vielleicht 4,2 und dann sehen wir schon, so langsam kommt man dann in die richtige Richtung. Und da hätte ich jetzt so fast mein Zielwert mit der Kraft von 125 erreicht. Das war das erste Beispiel. Jetzt gehen wir mal auf einen sehr stark asymmetrischen Aufbau. Und zwar werde ich diesmal Kohlefaser verwenden. Und das allerdings bloß auf der Zugseite. Jetzt möchte ich mal zu einem stark asymmetrischen Design gehen und zwar soll der Wurfarm insgesamt ein bisschen leichter werden. Das heißt, die Glasfaser soll teilweise ersetzt werden durch Kohlefaser, da die Kohlefaser mehr zugresistent ist als druckresistent, baue ich die Kohlefaser dann in der Zugschicht ein, das heißt hier in der Schicht 5. Die ist üblicherweise auch dünner und dort nehme ich dann hier den gemessenen Wert. Die Bambuslage reduziere ich wieder. Jetzt haben wir einen Aufbau auf der Druckseite, 1 mm Glasfaser, dann Furnier, dann Bambus, dann Furnier und dann die Kohlefaser. Wir sehen jetzt schon, unser Gesamtstapel ist 7 mm dick und die neutrale Faser hat sich doch schon relativ deutlich nach oben verschoben. Unten sehen wir die Glasfaser mit einer Druckspannung von etwa 400. Dann den Rücksprung aufs Furnier, einen leichten Vorsprung wegen des steiferen Bambus, dann wieder Rücksprung vom Furnier und dann kommt der große Sprung zur Kohlefaser mit dann etwas über 800 Newton pro Quadratmillimeter. Man sieht, das ist jetzt nicht ganz ausbalanciert, aber dadurch, dass die Kohlefaser diese Spannung von etwa 800 ganz gut aushalten kann, wäre dieses Design okay. Die Glasfaser könnte sicherlich auch noch ein kleines bisschen höher belastet sein. Die Gesamtkraft, die aufgebracht werden muss. Wir sehen hier bei 128, wenn wir bei dem vorherigen Beispiel bleiben, mit den 125 sind wir immer noch relativ nah dran.
Wir könnten also auch hier noch ein klein bisschen zurückgehen und somit dann insgesamt die Masse reduzieren. Vorher hatten wir hier 1 mm Glasfaser mit einem 4,3 mm Kern und jetzt haben wir bloß noch einen 3,9 mm Bambuskern und 0,5 mm Kohlefaser und das bringt uns dann insgesamt die Gewichtsreduktion. Jetzt möchte ich noch mal ein letztes Beispiel machen, indem ich eine reine Kohlefaser nehme, also auch hier 0,5 mm mit Kohlefaser. Das ist zwar jetzt ein symmetrischer Aufbau, aber wir sehen schon, die Spannungen sind recht hoch. Wir sind auch hier noch ein bisschen zu hoch in der Kraft. Wir bleiben mal dabei, dass wir eigentlich nur eine Kraft von 125 haben möchten. So, das passt wieder ganz gut. Man sieht, wer sich die Zahl vorher gemerkt hat, 0,136. Jetzt sind wir bei 0,10. Das ist also wieder eine Gewicht, eine Masse je Millimeter Wurf am Länge. Haben wir jetzt wieder etwa reduziert. Allerdings die Spannungen, die Druckspannung mit hier über 900, die sind uns jetzt ein bisschen zu hoch. Die Zugspannung von den 900 wären noch okay. Und jetzt mache ich dann Folgendes, dass ich sage, ich dicke die Drucklage dann auf. Also anstatt 0,5 mm Kohlefaser nehme ich 1 mm Kohlefaser. Und jetzt sehen wir eine deutliche Verschiebung. Die neutrale Faser wurde runtergeschoben, weil unten mehr Steifigkeit vorhanden ist oder steifes Material als oben. Damit gehen die Druckspannungen dann deutlich zurück. Aber die Gesamtsteifigkeit hat zugenommen. Das heißt, wir sehen hier, jetzt haben wir plötzlich 183, fast 184. Und wir können jetzt nochmal wieder unseren Kern ein bisschen reduzieren. Jetzt sind wir wieder ziemlich gut bei dem Zielwert von 125 angekommen. Die Druckspannungen sind jetzt zurückgegangen auf etwa 700. Das ist vielleicht noch erträglich. Die neutrale Faser hat sich nach unten geschoben. Allerdings haben sich die Zugspannungen jetzt erhöht. Wir hatten vorher um die 900. Jetzt haben wir etwas über 1000. Das liegt halt daran, dass die Dehnung von der Unterseite zur Oberseite linear geht. Wenn ich die neutrale Faser nach unten schiebe, habe ich auf der Oberseite praktisch mehr Hebelarm, damit mehr Dehnung und somit habe ich dann insgesamt auf der Zugseite eine höhere Belastung, weil ich auf der Unterdruckseite eine geringere Belastung haben wollte. Und so kann ich jetzt dann damit herumspielen, bis ich das richtige Zuggewicht habe mit einer Dehnung oder einer Spannung, die mir für den gewählten Werkstoff dann sinnvoll erscheint. Was jetzt allerdings auch interessant ist, man denkt immer, viel Kohlefaser hilft viel. Wenn man mal drauf schaut, wir hatten vorher mal als Zielwert etwa eine Biegekraft von 125 genommen. Wir hatten beim vorherigen Design mit einem halben Millimeter Kohlefaser oben und unten, hatten wir 0,10 Gramm pro Millimeter. Jetzt haben wir 0,12, also obwohl ich mehr Kohlefaser reingebaut habe, bei gleicher Steifigkeit und mein Kern deutlich dünner werden lassen konnte, von 3,4 mm auf 2,4 mm, habe ich insgesamt eine größere Masse. Und unser vorheriges Design mit der deutlich resistenteren, robusteren Glasfaser lag mit 0,13 fast in der gleichen Ordnung. Also ich habe viel Kohlefaser reingesteckt und relativ wenig Gewichtsersparnis herausbekommen. Das lag einfach daran, dass ich hier dann doch ziemlich aufdicken musste. Diese Excel-Datei verlinke ich gleich, sodass sich die jeder herunterladen kann und bei Bedarf ein bisschen damit herumspielen, entweder fürs Bogendesign oder einfach für diverse Mechanikaufgaben. In diesem Sinne, viel Erfolg!